Okay, jetzt habe ich vergessen, wo es hingeht. Da dürfen wir nicht rein. Er arbeitet fleißig, im Gegensatz zu mir. Sind hier alle fleißig eigentlich? Die zwei auch? Hallo? Ich würde das hier gern schnell reparieren. Was dagegen? Nee. Du? Das Marine-Kommando ist gleich um die Ecke. Du hältst in dem... Warum nervst du nicht dort weh? Du hältst ihm den Becher. Das ist brav. Ich hab schon den Code vergessen. 396 oder 386? Oh, Scheiße! Also von hier sind wir gekommen. Achtung! Dr. Brady, bitte kommen Sie zum Büro der Umweltverwaltung 4. Sofort? Nee, ich gehe hier lang. Oh! Oh, shit! Oh Gott, Exodus. Mensch, schau, wie teilnahmslos er sich einfach umdreht. Ah, er lebt ja noch. Nur das Gesicht fehlt. Wahrscheinlich eine Schönheitsoperation. Botox. Nehme ich mal an. Das Skalpell hat er noch in der Hand oder ist das ein Schraubenschlüssel, um Gottes Willen? Nee, der hat einen Hammer in der Hand. Oh Gott! Hier sind Quacksalber am Werk. Hier lasse ich mich nicht operieren. Schauen wir mal hier. Oh. Bin ich jetzt im Kreis gegangen? Ja, ich bin im Kreis gegangen. Das ist gut. Haben wir auch noch eine Disk? Videodisk. Was da wohl drauf ist. Naja, egal. Gehen wir mal hier rein. Oder fragen wir den Hast noch? Du nicht ein paar Befehle zu befolgen? Noch nicht. Zumindest keine direkten. Mein erster Befehl ist nur, die Befehle zu empfangen. Nun, sorry. Es geht um Folgendes. Noch einer vom Wissenschaftsteam wird vermisst. Noch einer? Der Scheißneuling darfst du ihn suchen. Sieh dich in der alten Kommunikationsanlage um. Angeblich wollte er dorthin. Der einzige Weg ist die Wartungspassage unterhalb von Mars City. Mars City. Ich habe die Wache so programmiert, dass sie dich zum Wartungsaufzug führt. Der folgst du hoffentlich besser als den Befehlen bisher. Am Sicherheitskontrollpunkt unten am Aufzug findest du Ausrüstung. Oh shit. Und wenn du ihn findest, bring ihn einfach zurück. Er traut mir nicht über den Weg. Los jetzt. Darf ich ihn nicht windelweich prügeln mit meinen geballten Fäusten, die ich im Inventar habe? Keine Zeit, Kumpel. Wir haben beide zu tun. Wieso redet der, als würde er... Würde er mir durch ein Mikro reden? Durch ein Walkie-Talkie? Mensch. Hast du den Sarge nicht gehört? Du hast eine Mission. Los, Marine. Ja, der redet normal. Oh Gott. Die sprechen hier schon durch Walkie-Talkies. Wahrscheinlich war der bei dem anderen, beim Chirurgen. Kriege ich jetzt vielleicht was? Hallo? Will Waffen. Ah. Es ist noch nicht so weit. Achtung, UAC-Mitarbeiter. Möchten Sie mehr Credit sammeln? Melden Sie sich noch heute bei Ihrem Abteilungs- Noch heute Morgen. Für das Delta-Labor. Nein, was? Hat unten in Delta angeblich seltsame Wesen oder so gesehen. Seltsame Wesen? Menschlich. Oh Gott. Dem Typen kannst du nichts glauben. Wir reden von bloß, was er gesagt hat. Alice Schwarzer, glaube ich. Noch ein Grund, warum ich nicht sie raus will. Der will auch raus. Alle wollen raus. Die sitzen auch immer noch da. Austreten war ich schon zum Glück. Immer vor dem Einsatz. Vor dem Einsatz Wasser lassen. Hat mir schon meine Großmutter beigebracht. Mal sehen, was der da so schreibt. Ich habe alle Mitreisenden vom Flug 4409 empfangen. Aha, ich war der Einzige an Bord, oder? Herr Marine hat einen PDA erhalten und wurde auf Wunsch von Sergeant Kelly direkt zum Marine-Kommando
geschickt. Die anderen beiden? Welche anderen beiden? Oh, ich war wieder mal der Letzte. Die anderen beiden UAC-Mitarbeiter wurden auf Geheiß von Betruger... Was? Ergänzung. Ich möchte außerdem erwähnen, dass der Neuankömmling äußerst unhöflich ist. Er schaut mir ständig über die Schulter, wollte er schreiben. Das geht nicht ganz hin. Du Depp. Oh Gott. Passagierliste, da ist er. Kodiert. Unicaptrot. Mark Cassion. Ah, das ist der von vorhin. Der Cassion. Das ist doch irgend so ein Vitamin, oder? Casein. Na, egal. Habe ich hier schon alles? Ja. Ah, jetzt kann ich da rein. Gott sei Dank. Finde den Haupteingang. Naja, ich habe ihn nicht gefunden. Der Spinnenroboter war's. Muss ich neidlos anerkennen. Sind hier schon irgendwelche Goodies versteckt? Bin immer auf der Suche nach Goodies, müsst ihr wissen. Ah, da ist es! Oh Gott! 5, 9, 6. Falsch! 5, 8, 6. Oh Gott, ich hab's vergessen. Nein! Himmelherrschaftszeiten. Sorry, es muss sein. Audiolog des Wartungstechnikers Adam Bernesch. 10. November, 21. Das ist das letzte Mal, ich schwör's. In Zukunft werde ich's aufschreiben. Ich habe die Anschlüsse an den Hitzeschilden heute Morgen problemlos reparieren können. Allerdings habe ich da unten etwas ziemlich Seltsames erlebt. Da schau, da steht's. Ich möchte Ihnen nicht noch einmal sagen müssen, wie wichtig es ist, diese Codes zu notieren. Oh Gott! Ich sah in den Arbeitsprotokollen nach, aber außer mir war heute niemand unten eingeteilt. Das, neben dem, was ich von den Leuten im Delta-Labor höre, hat mich richtig fertig gemacht. Da steht's ja nirgends. Sehr ungern im unterirdischen Wartungsbereich. Die Leute dort sind irgendwie komisch. Dieses Gemurmel. Das ist kein Code. Verdammt. Der Bereich ist einfach unheimlich. Ja, los, mach weiter. Ich bin ständig darauf gefasst, dass ich habe ich auch noch keine. Ich habe meine Werkzeuge und den kaputten Modulator in den Lagerschrank neben dem Wartungsaufzug gesperrt. Das ist doch der, oder? Mit dem Schrankcode 396 darauf zugreifen. 396. Blockende. Da war ich ja völlig falsch. Gott. Patronen waren da drin. Was ist denn das? Ist das eine schwedische Penisverlängerungssaugpumpe? Ich glaub fast. Und das ist der Kassenbeleg zum Kauf einer schwedischen Verlängerungspumpe. Okay. Und falls ihr immer noch abstreitet, dass es meine ist, dann habe ich auch ein Buch dabei. Die schwedische Penisverlängerungssaugpumpe und ich. Okay. Wow, das ging schnell. Da hatte ich früher mehr Zeit zum Lesen. Auf dem alten Rechner. Willkommen im Verlies Marine. Dem langweiligsten Ort auf dem Mars. Schnapp dir eine Rüstung und sichere deine Waffe. Dann geht's. Sieht gar nicht langweilig aus hier. Okay, nimm dein Zeug. Du hast doch sicher irgendein aufregendes Magazin hier, um dir die Zeit zu vertreiben, oder? Kontrollpunkt. Okay, ich nehme mir... Darf ich mich bedienen? Okay. Jetzt bist du einsatzbereit. Ich will aber das Gewehr hier. Und die Schrotflinte will ich auch. Mensch. Mars-Sicherheit, Funktest. Super. Test 1-2, ja. Klappt. Du bist für die stillgelegte Kommunikationsanlage eingeteilt. Nimm den Hauptkorridor durch die unterirdische Verzweigung, dann geradeaus. Du wirst kurz draußen sein. Wie? Und kannst dir die Marsoberfläche ganz aus der Nähe ansehen. Die unterirdische okay, und dann bereit. Geradeaus, das ist aber sehr vage. Ja, da unten arbeiten Zivilisten. Halt dich zurück und fang nicht an rumzuschießen. Mensch, was stellt denn ihr für Leute an? Bin doch Profi. Ups. Naja. Das war sich erlaubt, oder?
Da darf ich nicht rein. Zum Kollege. Ist mit dir? Dr. Young. Oh, ich habe hier schon lange keine neuen. Christopher Young? Willkommen im Verlies, Kumpel. Verlies. Naja. Werde ich haben. Hey, nicht anfassen. Ups. Oh! Gott. Habe ich was kaputt gemacht? Nee. Das ist lustig. Und du hast gesagt, hier ist es langweilig. Ist es ja gar nicht. Bei diesen netten Spielsachen hier. Ich glaube, ich muss 50 Fässer abschießen für ein Achievement. Energiestabilisierung. Oh. Stabilo. Hey. Oh! Du suchst den Wissenschaftler, richtig? So wurde es mir aufgetragen. Ich bin nicht sicher, ob du ihn finden willst, aber egal. Du siehst aus wie John Carmack, höchstpersönlich. Ah, ich habe schon die Taschenlampe. Was machst du denn da? Reihen? Da liegen schon ein paar Armor Shards. Auch Rüstungsfragmente genannt. Das klingt doch viel besser. Ein Rüstungsfragment. Oh. Brauche ich hier schon Licht? Nee. Lass das Licht für sich selbst sprechen. Mann, Scotty, das habe ich schon tausendmal. Scotty! So schwer ist das. Scotty arbeitet auch hier. Hier bin ich in bester Gesellschaft. Weil's mein Job ist, dass du's tust. Mach es mir auch oft selbst. Mach die Kupplung fertig, damit es weitergeht. Muss dir nicht peinlich sein. Ja, los hier mit der Kupplung. Hey, ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann. Ich hab zu tun. Ja. Ich such doch jemanden. Einen Kollege. Oh Gott. Noch ein Schrank. Nicht nur deine Sicherheitsfreigabe wird aktualisiert. Aha. Was haben wir hier? Favor. Nichts Anregendes. So, Grant Beston. Unerklärliche Hi. Dinge. Hier ist Grant Beston, der Aufseher über die Umweltdienste. Wir haben heute den 19. Oktober. Mir liegt eine alarmierende Anzahl von Meldungen über einige, unerklärliche Vorkommnisse vor. Die Arbeit unter der Oberfläche und auf einem fremden Planeten ist immer gewöhnungsbedürftig. Darum hören wir öfter Meldungen über seltsame Vorkommnisse. Was mir Sorgen macht, ist die starke Häufung dieser Meldungen. Die Leute haben wirklich Angst. Die Gerüchte über Experimente im Delta-Komplex machen die Sache. Experimente. Auch die Stromschwankungen sind alles andere als beruhigend. Experimente mit Anus-Den-Kegeln. Und die minutenlangen Stromausfälle machen alle hier unten nervös. Ich tue, was ich kann, um alle bei der Stange zu halten. Denn keine der Maschinen aber wir sind ständig halten? Knapp am Personal. Ah, redet nicht euren an. Täglich meldet sich lass einer ausreden. Ich halte Job meine Vorgesetzten über die Lage auf dem Laufenden und werde die Meldung weiterreichen, so wie ich sie erhalte. Merkwürdig. Sorry. Einfach. Ich wusste nicht, dass die hier quatschen. Ah, die Kontrolltür ist kaputt und die sind eingeschlossen. Arme Schweine. Und hier ist auch so ein Schlauch. Oh Gott. Denen gebe ich nicht mehr lange. Die gehen bald den Weg alles Irdischen. Fürchte ich. Hey! Mann! Schleichen Sinclair! Sie so ran. Die Hunden sind eh schon alle nervös wegen der seltsamen Dinge, die hier vor sich gehen. Ja, ich hab's gehört. Im Garagenbereich geht's durch die Tür dort. Und jetzt gehen sie. Ja, ja. Nur nicht hetzen. Lieber wetzen. Ah! Taschenlampe. Ja, gut, dass ich die jetzt ständig ausrüsten kann. Im Gegensatz zum Original. Obwohl, das war eigentlich spannender. Als ich sie nur gelegentlich ausrüsten konnte. Beziehungsweise entweder oder ausrüsten konnte. Waffe oder Taschenlampe. Ich werde sie nicht ständig einsetzen, versprochen. Um die Atmosphäre nicht zu zerstören. Hey, bist du auf dem Weg ins Kommunikationszentrum?
Ich hab dir deine Waffe weggenommen. Diese Passage führt nicht bis ganz dorthin. Eine kurze Strecke führt draußen lang zur Luftschleuse. Dein erstes Mal. Keine Sorge, du hast genug Sauerstoff. Was sagst du? Ich hab Lungen wie ein Walfisch. Und? Worauf zum Teufel wartest du, Marine? Sorry, ich, da habe ich ihm die Waffe weggenommen, er ist wehrlos. Hoffentlich kriege ich kein schlechtes Gewissen. Das ist bekanntlich ein schlechtes Ruhekissen. Oh! Ah, die Marsoberfläche. Oberfläche ist gut, es ist eher ein Oberloch. Viel Fläche ist da nicht. Sollte mich besser beeilen. Ist das ein bodenloses Loch? Nein, nicht bodenlos. Ups. Uah, hier wird gesaugt. Abgesaugt. Hier sind schon die ersten Goodies, ha? Huh? Ja, da muss ich sofort rauf. Ein Goodie habe ich. Was sind die anderen? Hier geht's lang. Jawohl. Rüstungsfragmente zuhauf. Ist da was drunter? Nee. Tja, ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal durch Doom gespielt habe und deshalb werde ich wohl nicht alle Goodies finden. Fürchte ich. Ich will ja auch nicht stundenlang danach suchen. Nur was halt so rumliegt.